Das ist der Moment des historischen Triumphs. Die Frauen des FC Rudertingen sind zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte bayerischer Hallenmeister. Mit einem 2:0 Endspielerfolg entthronten die Niederbayerinnen den TSV Schwaben Augsburg. Und was danach folgte, war Emotion pur. Also, jetzt haben die Segen. Also wir haben brutal euphorisch hierher gefahren. Wir haben eine super niederbayerische oder Bezirksrunden gespielt. Jetzt haben wir mit breiter Brust gekommen und wir haben eigentlich schon gesagt, wenn wir die Gruppenphase überstehen, dann ist alles drin. Und dass dann die ersten zwei Spiele gleich so super hingehauen hat, das hat uns narrisch gefreut. Und ja, wir haben jetzt einfach nur glücklich. Wir haben jetzt einen zweiten, einen dritten und einen vierten Platz geholt und endlich haben wir den ersten geschafft. Und das hatte sich bereits in der Gruppenphase zumindest angedeutet. Denn da zwang der FCR sowohl Regionalligist und Rekordtitelträger 1. FFC Hof als auch Titelverteidiger Schwaben Augsburg jeweils mit 2:0 in die Knie und zog somit völlig überraschend als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Dort feierte der aktuelle Tabellendritte der Bayernliga unter anderem dank eines Doppelpacks von Franziska Höllriegel einen relativ ungefährdeten 3:1 Erfolg gegen Landesligist 1. FC Schweinfurt. Den Finalgegner ermittelten unter den Augen von BFV-Präsident Christoph Kern im Anschluss die oberpfälzischen Bezirksmeisterinnen vom SC Regensburg, die in ihrer Gruppe neben dem 1. FC Schweinfurt 05 auch die Spielvereinigung Markt Schwabener Au und die Spielvereinigung Erlangen hinter sich gelassen hatten, sowie die Vorjahressiegerinnen aus Augsburg, die sich letztlich knapp mit 3:2 durchsetzten. Im Endspiel gab es somit also die Neuauflage aus der Gruppenphase, in der die Schwäbinnen gegen die Liga-Konkurrentinnen selbstredend Revanche nehmen wollten. Das Match verlief lange ausgeglichen, ehe ein Abspielfehler von TSV-Torhüterin Sarah Reißner die Vorentscheidung herbeiführte. Michelle Philipp war die Nutznießerin, sagte kaltschnäuzig Danke. 1:0 für Rudertingen, dem kurz darauf Spielführerin Höllriegel mit ihrem 6. Turniertreffer auch noch das 2:0 folgen ließ und damit den Sack endgültig zuschnürte. Ja, mega. Also ich glaube, wir haben nicht mit den Erwartungen hergekommen, dass wir das Turnier heute gewinnen. Aber es war eine brutale Mannschaftsleistung, jeder für jeden kämpft und es ist einfach nur cool, den Titel zu holen, den Pokal zu holen. Also freut uns brutal. Ja, auf alle Fälle verdient. Aus meiner Sicht war der FC Rudertingen der spielstärkste Verein, die spielstärkste Mannschaft, die auch immer wieder versucht haben, den Ball wirklich laufen zu lassen. Und so ist mit Sicherheit ein würdiger Sieger heute. Würdig war allgemein der Rahmen bei der von den Sportfreunden Schweig bestens ausgerichteten 19. Ausgabe der Bayerischen Hallenmeisterschaften der Frauen. Die über 500 Zuschauerinnen und Zuschauer im oberbayerischen Oberding sorgten für ein Fußballfest der Extraklasse. Nicht nur, aber vor allem für die Frauen. Die Tribünen waren voll, die ganze Halle war voll mit Zuschauern und Zuschauerinnen. Die Stimmung war toll, weil die Vereine entsprechend auch Equipment dabei hatten, um einfach auch unterstützen. Und man hört es auch jetzt noch im Hintergrund, was hier los ist. Wir haben von Vormittag bis jetzt, später Nachmittag, tollen Fußball gesehen, tollen Hallenfußball gesehen. Es waren viele helfende Hände dabei, die dieses ganze Event zu dem gemacht haben, was es war. Es war rundum perfekt. Insbesondere aus Sicht des FC Rudertingen, der den Bayerischen Fußballverband nun bei der Süddeutschen Futsalmeisterschaft am 18. Februar im hessischen Stockstadt am Rhein vertritt. Erst einmal aber wird im Lager des neuen bayerischen Meisters gewiss gebührend gefeiert.